Servus Leute, Rocket League spielen wir ein Turnier, gibt immer die 3 gegen 3 Turniere zu festen Zeiten, immer so 21, 23 Uhr, 19 Uhr Turniere, so Abend. Wir spielen mit Astopion Only Saib. Schauen wir, wie weit wir kommen. Wir nennen unser Team Deutsches Reich. Sollen wir jetzt bitte nicht irgendwie falsch verstehen, aber es ist einfach nur unser Teamname und mehr nicht. Mal schauen, ob wir siegen können oder nicht. Entschuldigung. Ich kommentiere jetzt das Spiel nicht. Wie gesagt, wie immer Anfang und Ende. Sage ein bisschen was dazu. Viel Spaß beim Gucken.
on the clock. Also, wir verlieren leider das erste Spiel etwas unglücklich und somit sind wir ausgeschieden. Es gibt aber wie immer noch die, also in Runde 1, es gibt aber immer noch die das zweite Chance-Turnier. Unsere Leistung im Spiel war jetzt mit 52 Punkten auch nicht die beste. Es gibt immer noch Second Chance Turniere, wo jetzt oben auch recht steht, beginnt in 5 Minuten. Wo wir halt unsere zweite Chance theoretisch nutzen können und schauen. Also das sind immer die wo nur quasi in Runde 1 ausscheiden, können da dann mitspielen. Oder wir werden zusammengewürfelt. Ja, gehen wir gleich mal ins erste Spiel rein. Beim Second Chance Turnier. Und wenn er jetzt beitritt gegen UWU, so heißt quasi unser Gegner-Team. Genau, schauen wir, was wir erreichen können. Second Chance Turnier, erstes Spiel, quasi erste Runde. Viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Wir gewinnen das erste Spiel des Second Chance Turniers. Haben ein Tor gemacht, gute Leistung eigentlich, gute Vorlagen, Astupi regelt wieder, wie immer halt, der gute Tom. Und ja, wir sind in der nächsten Runde, spielen dann gegen die Skidders oder wie die heißen, genau. Ja, starten auch gleich direkt rein. Im DFH-Stadion beim stürmischen Regen. Genau, machen noch ein bisschen Faxen, wie immer am Anfang. Und hoffen, dass wir dann auch unseren guten Laufgrad, also unsere gute Leistung wiederholen können. Wir sind ja auch hinten gelegen beim Second Chance Turnier 0-2, haben wir gut aufgeholt und dann mit einem knappen Ergebnis gewonnen. Ja, viel Spaß. Thank you.
So, das Turnier, beziehungsweise das Turnier ist jetzt laut Spiel abgeschlossen, was aber nicht ganz stimmt. Wir haben noch das Finale. Wir sind weitergekommen, gute Leistung gezeigt. Tom wieder geregelt, das Tupi. Und jetzt probieren wir quasi das Finale. Das ist ein spezieller Spielmodus. Das ist quasi immer so, wenn der Ball, also der Ball kommt je nachdem immer aufs Tor, also der fliegt immer aufs Tor zu, er fliegt halt immer Kurven, das sieht man jetzt auch gleich, also wer zuerst den Ball berührt, auf den fliegt er dann quasi, oder je nachdem von welchem Gegner der Ball abprallt oder je nach, wenn man ihn halt berührt, er fliegt immer eine Kurve aufs Tor zu, das heißt theoretisch musst du einfach nur den Ball treffen und halt am Tor dann verteidigen. Moment, sieht man es dann gleich. Genau, also da fliegt so eine Kurve. Und schlägt dann gleich schon mal bei uns am Tor ein. Ich habe die Taktik dann genutzt, dass ich nach vorne gegangen bin. Also später, im späteren Verlauf, Only Saip und Astupi regeln quasi im Tor und machen die Torschüsse. Und wir gehen zurück. Ich glaube, der ist jetzt auch drin. Ja. Wir gehen vor und zerstören quasi oder stören die Gegner. Oder versuchen sie zu stören. Damit sie halt quasi die Torschüsse nicht halten können oder Probleme haben beim Halten. Und seitdem halten wir uns eigentlich vorne auf. Schieben sie unter anderem ein bisschen weg. Je nachdem, ob es funktioniert oder nicht. Wir probieren es unser Bestes. Schaut auf jeden Fall mal gut aus. Wir schieben sie einigermaßen weg, dass wir vielleicht ein Tor bekommen. Oder verunsichern sie zumindest. Klar sind die Schüsse dann auch meistens schwierig. Und schon haben wir dann quasi den Anschluss und so geht es jetzt dann quasi weiter bis zum Rest. Oder halt die restlichen 5 Minuten so, 4 Minuten weiter.
Ja, es steht dann 7:3 nach 1:42 noch auf der Restuhr. Die Gegner geben auf, durch Aufgabe, das Deutsche Reich hat gesiegt, da die Gegner aufgegeben haben. Nicht falsch verstehen. Deutsches Reich sind die Champions, unser Team. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gerade so Online-Turniere hin und wieder mal. Und ja, also wir haben jetzt eigentlich wenig Punkte gesammelt, aber weil wir hauptsächlich zerstört haben. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.